Tag, Leute, Dokodaf hier. Wir zocken heute bis zum Ende weiter. Hier hat den DLC von Resident Evil 4 Separate Ways. Let's fetz. So. Wo geht's denn hier lang? Alles klar, da haben wir irgendwas. Analysebericht Martinico. Die Wirkung des Bernsteins übertrifft alles, was ich hier erwartet hatte. Martinico war ein schwaches, unkontrollierbares Testsubjekt, das als deformiert gering geschätzt wurde. Doch nach zahlreichen Versuchen erlangt er enorme Widerstands- und Regenerationsfähigkeit und ist nun Angriffen mit konventionellen Waffen gegenüber unempfindlich. Allerdings gibt es nicht nur gute Nachrichten. Er mag stärker sein, aber sein mentales Leistungsvermögen ist unverändert niedrig. Sollte er aus irgendeinem Grund ausbrechen, sehe ich kaum eine Möglichkeit, ihn wieder unter Kontrolle zu bringen. Nur der Hochleistungsleser, also nur die Hochleistungsleser können ihn dann noch stoppen. Hochleistungsleser. Das klingt kompliziert. Gehen wir wirklich darunter oder gibt es hier noch irgendwas? Nope. Also Abfluch. Oh, oh. Er schreckt mich doch nicht so. Der Martin ist es. In üble Sündchen. Das sieht gar nicht nett aus. Wo muss ich denn hin? Doch, den schießt du am besten ein Bein weg, ein Hinterbein, dann fällt er beim Pissen immer auf den Arsch. Ja, dann lass dich erwischt, war's das. Ho, 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 ho. Na, bravo. Sagt auf Wiedersehen. Ich sehe gerade, ich habe gar nicht viel Leben. Machen wir mal noch eine. Und füllt gleich mal auf. Was haben wir denn alles? Wir könnten noch irgendwann ein bisschen ein paar Mumpeln herstellen, aber ich schaue erst mal weiter. Mensch, Martin, geh mir nicht auf Beutel. Übel. Übel, der Hundelurch. Die Ratten bringen hier nichts. Gibt's hier einen Schatz? Nein, noch nicht. Ei. Der Kleine ist wohl das Ergebnis irgendeines Experiments. Jo, das denke ich auch. War hier der Schatz. Irgendwo da links oben. Den sehen. Ja, ich schaue direkt hin, aber ich kann ihn nicht sehen. Der ist dort oben irgendwo. Ohohoho. Junge, Junge, Junge. Oh, 237. Fast. Ja. Lauf, Eder. Wir wissen. Schießen ist nicht. Das war knapp.
ist jetzt echt creepy. Normal ist das Resident Evil nicht so creepy. Schatz, hier muss er irgendwo... Aha. Hier geht's irgendwo rein. Und zwar hier. Uah. Wo kommt der her? Leku. Das war ja mal eine nette Überraschung. Wir gehen erstmal looten, bevor wir lesen. So, Bernstein. Forschungsbericht. Meine Untersuchungsergebnisse zeigen, dass der Bernstein die überlegene Plagaspezies aktivieren kann. Es war klug, Krauser als Versuchskaninchen zu nutzen. Die anderen standen der Sache zu argwöhnisch gegenüber, aber sein unaufhörliches Verlangen nach Stärke und Macht waren für ihn scheinbar Anreiz genug, an meinen Experimenten teilzunehmen. Die Ergebnisse sprechen Bände. Das Wachstum der überlegenen Spezies übertrifft mit Leichtigkeit das eines regulären Parasiten. Krauser ist ohne Zweifel einer der fähigsten Personen, die ich je gesehen habe. Das Einzige, was wir jetzt fürchten müssen, ist das Potenzial, das im Bernstein schlummert. Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Was muss getan werden, sollte er erwachen? Ja, es ist nicht von Belang. Diese Berichte haben keinerlei Bedeutung mehr. Settler war hier. Die Ampulle, die er mir überreicht hat, liegt immer noch vor mir auf dem Tisch. Ich weiß zu viel. Was passieren wird, wenn ich sie mir injiziere, steht außer Frage. Würde mich töten, wenn ich mich ihm widersetze, oder soll ich mir lieber gleich selbst die Waffe an die Schläfe legen? Das wird eine lange Nacht. Jo, der Forscher. Er hat sich eingesperrt, obwohl er nicht gerade wie ein Forscher aussieht hier. So, wo ist denn dieser blöde Schatz? Hier, vielleicht im Koffer. Jo. Eine kunstvolle Halskette. Na, brauchen wir die noch? Treffen wir noch auf den Händler? Na, wir werden sehen. Edelstahl 1 setzen. Da brauchen wir 2 Runde und 2... Nehmen wir 2 Rote. Und halt noch ein bisschen was Buntes. Es spielt eh keine große Rolle mehr. Okidoki. So, weiter geht's. Wir müssen den Hund schnetzeln. Und ich habe hier links schon gesehen, wo... Gibt's hier noch einen Schatz? Nein. Hier ist das Bernsteinlabor. Da kommen wir nicht rein. Nope. So, jetzt bin ich ja gespannt. Das kenne ich aus den Resident Evil Filmen, speziell dem ersten. Uah. Laser, die meins ernst. Duck dich schon mal, Ada. Uah. Wie soll ich denn das schaffen? Das wird nie was. Ach. Quicktime. Quicktime. Am Ende noch Quicktime. Ja. 4, 3, 0. Das war korrekt. Voll korrekt. Hier ist es. Bruder. Gut. Wo schließe ich es an? Ja, ich sehe es schon, aber ich will erstmal noch schauen, ob es hier was gibt. Nein. Ein paar Pesseten. So. Jetzt lassen wir natürlich irgendwie den Hund raus, oder? Wir haben die Sicherheit ab.
geschaltet. Ich bin jetzt mit dem Terminal verbunden. Du willst die Insel komplett zerstören? Und die Tochter des Präsidenten? Ist dir das nicht so gewagt? Ich mache keine halben Sachen. Die Schwachen erbringen ihr Opfer. Genug jetzt. Bring mir den Stein. Für deine Rückfahrt zur Insel ist gesorgt. Verstanden. Bin unterwegs. Wesker, unser Flachschrubber. Okay, Luis. Was hattest du noch mal gesagt? Genau, halt dich an. Langsam Luis. Sollte Wesker wissen, dass ich nicht nach seinen Regeln spiele. Okay, ich bin hier fertig. Na, hier müssen wir raus. So, jetzt geht der Scheiß wieder los, oder? Wir sind richtig hier hinter, müssen wir. Gerade durch Laborlager waren wir da schon drin. Ich glaube ja, wir müssen gleich hier hoch. Ja. Jo, und dann links. Geht's nochmal durch den Kanal hier. Ja, ja, ja. Ich habe wohl keine Wahl. Na, jetzt heißt's aufpassen. Das ging. Oh, das tut bestimmt gut. Schnell genug. Jetzt brennt ihr die Absätze weg. Oh nein. Aber ihn hat's geschreddert. Mehr Glück als Verstand. Habe ich dich, Saddler. So, wir haben das Kapitel beendet. Ich wollte mal schauen, was haben wir denn gebracht? 0 Tode, 75%, ja, 27 Mal. Passt schon. Und weiter. Speichern. Immer noch im Freien. Und weiter geht's. Jetzt müssen wir eigentlich... ...mit Leon zusammen Settler besiegen. Ich kann mich daran erinnern, dass der... ...Settler die... Eda okay. Gefangen hat. Auf zu Leon. Die hing da irgendwo an so einem Mast. Leon ist unterwegs zum Heiligtum. Ich muss dahin. Lass mal schauen. Nöp, da gibt's sogar noch zwei Schätze. Settler den Bernstein abnehmen.
Dein Auftrag ist vom Tisch. Wirklich gute Arbeit. So, schauen wir mal. Gute Arbeit verdient eine angemessene Entlohnung. Wofür kann ich dich begeistern? Wir können doch noch ein bisschen was verkaufen. Also Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Brauchen wir nicht mehr. So, jetzt schauen wir mal, gibt es hier noch was? Hochleistungszielfernrohr brauchen wir nicht. Das war's. Fremde! Oh, so, dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. Das habe ich nicht immer vorrätig, Fremde. Besser zu gut vorbereitet. Habe ich recht? Talismanstreiger könnte ich. Kritische Nahkampfangriffe, das bringt nichts. Auch das Bärli. Meine Waren so sind in einem Top-Zustand, das versichere ich. Ja, das ist alles Quatsch. Wir tun ihn lieber ein bisschen. Wir Deine Waffen nichts. Sind bei mir in guten Händen. Keine Sorge. Hier, die, wie du es haben wolltest. Die. Die. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Feuerrate. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremde. Wäre das dann alles? Ich kann noch was tauschen. Ich habe 19 solche Geräte. Wo wir unsere Ware her haben. Jetzt hätte ich hier natürlich. Glaub mir, das willst du nicht. Noch wissen. Auffüllen können. Ach Gott, das ist. Brauchen wir nicht mehr. Komm jederzeit wieder. Und wir speichern das Zeug nochmal. Und jetzt auf zu Settler. Wie sieht's denn hier aus? Ich. Ups, das war verkehrt. Also so sehr viel haben wir nicht. Geht eh nur Pistolenmuni. Und hier können wir noch MP-Muni machen. Das war's schon. Leben haben wir nicht so sehr viel, aber es sollte trotzdem reichen, hoffe ich. So, wo ist der Schlingel? Ups, ups, hier kommen erst noch ein paar andere. Huch, das sind ja mehr als ich dachte. Nix mal Dattler. Sind hier reingeraten. Ich dachte, Settler kommt. So, jetzt haben wir erstmal Ruhe. Na, bravo. Das war schon mal lustig. Den muss doch das Ding rausreißen. Dann mal los.
Ups. Ohne mich. Oha. Oha. Das war natürlich ein satter Angriff. Falsch nun. Lästiges Beiwerk. Kann ich irgendwas herstellen? Hier haben wir Granaten, da können wir eigentlich auch noch welche durchlocken. Uha. Duck dich, duck dich! Oh Mann, bin ich bescheuert! Warum hatte der sie nicht geduckt? Oder ey, ich meine sie. Das war jetzt Scheißdreck. Na, wenigstens ein. Alex, mir am Ärmel. Na, warum will der jetzt nicht? Warum will der nicht verrecken? Na, hör doch auf. Wie viel habe ich denn hier? Eins. Tja, ich wollte doch eigentlich... Kann ich nicht. Ich kann keine Flintenmunition machen, oder? Mach mal einmal quer. Jetzt verzischt er sich. Das war nicht gut. Waren wir hier schon? Ja, hier ist schon alles aufgetreten. Jo. Hier geht's so zurück. Auch gut, dass wir nochmal geschaut haben. Da gab es wenigstens noch ein paar Schuss fürs Gewehr. Ich war mal wieder endverpeilt. Das ärgert mich hier mit der Sprengfalle. Hier vorne gibt es noch Pesseten oder Muni. Traurig.
vorbei. Links. Ach, da. Schießpulver ist gut. Gewehr geht nicht. Blendgranate. Oder MP. Wir nehmen MP. Gar nicht gesehen. Hier ist doch noch einer, oder? Ja. Gib mir Muni, das volle Programm. Im Betten hier. Können wir noch mal kurz was herstellen? Nö. Das war ja schön gemacht. Hey. Wie schieße ich denn heute? Nicht benutzen. Ich bin zu schlecht. Barrett. So, warte, der Schatz. Ich möchte doch noch gern haben. Der muss irgendwo da links hängen. Uah! Sonst mutiert der Gutste. Jetzt schauen wir, ob wir wenigstens einmal treffen. Komm, mach auf. Ich dachte, mein, hier ist der Schatz. Das Zepter. Gibt's noch was? Hier, außer wir haben, ich glaube, Schießpulver liegen lassen. Nicht mehr herstellen. MP Muni. Ich bin ja gespannt. Wir müssen ja Leon einen
Raketenwerfer zuwerfe. Hier war doch gerade noch was. Was? Bin ich blöd? Blöde? Komplett blöd? Na, hab ich's wahrscheinlich aufgesammelt. Fast geschafft. Jo, aber nur fast. Da ist auch noch ein Schatz. Ach, Gott, gibt's hier noch? Das ist der Schatz. Schauen wir genau drauf. Ach Mensch. Ich habe gedacht, da hängt wieder irgendwas. Und jetzt können wir nochmal. Ach, hier vorne. Hier ist der Händler. Wir schauen den uns nochmal an. Du ziehst das wirklich durch, Fremder. Natürlich, Herr Händler. Erste Hilfespray ist gut. Willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun? Wir haben noch das Barrett-Kanals. Wir können... Ich muss erst mal schauen. Fast an, wie du meinst, Fred. Kann ich hier noch was einsetzen? Nope, hier nicht. Und hier auch nicht. Also das können wir alles verkaufen. Willkommen. Im Grab bringt dir dein ganzes... dafür lasse ich einiges springen. Kaufen. Ich brauche Leben. Da gibt's aber überhaupt nichts mehr. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Tunen. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Fremde. Hier, wie du es haben wolltest. Tja, mach mal so. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremde. Der können wir nichts mehr geben. Magazingröße. Hier, wie du es haben wolltest. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl. Kann ich so. Ich halte die Augen nach Waren so offen, die du Los geht er, der gelbe Wagen. Brauchen könntest. Von hier kommen wir, also hier geht's weiter. Haben wir irgendwas vergessen? Nein. Ja nicht. Ist noch mehr. Da haben wir. Aber der Penner von Händler hat eh nichts mehr. Und ein Stiefelmesser. Mit unserem Bund anschließt. Oh, gesegnet sei er, gesegnet die süße Vergebung. Frohlocket! Oh, oh. Und so sei es! Wir müssen Leon Zeit verschaffen. Leon! Geh! Und
Ich versteck mich hier wieder, kleine Hopf, in der Standlampe. Stülp die Unterlippe vor und mach einen auf niedlich. Wolfs, ich werde über dich richten. Oh. Ach ja? Ich glaube, das verirrte Schaf macht dir die Hölle heiß. Es gibt kein Entkommen. Au, mit was schießt der? Oh, 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 wir müssen ausweichen. Auwei. Jetzt bin ich fällig. Oh Gott. Das sieht ja gar nicht gut aus. Wie viel? Dreimal Spree haben wir. Ich nehme vielleicht mal eine andere Knarre. Hab keine Angst. Jetzt haben wir es geschafft, ausweichen. Ketzerin. Der schießt. Warum lehnst du dich auf? Au, Scheiße. Der war ich zu langsam, hab das eh nicht gesehen. Da muss wirklich mega schnell sein. Bete. Komm, jetzt fall um! Auf die Knie! Uff. Nein! Och, bin weggekommen. Einmal schießt er und dann greift er mit seinem Stachel an. Oh. Gottlose. Die Habgier deinesgleichen ist unerträglich. Au, das war zu spät. Oh Mann, ich hab nur scheiß rotes Kraut. Dieser Schweinekoffer, da nützt mir doch überhaupt nichts, der Rode. So, jetzt haben wir jetzt ein bisschen mehr Leben. Und ich brauche MP-Muni. Geht's noch? Ja. Das war's dann aber auch schon. Pistolen-Muni. Wo bin ich denn? Oh Gott, jetzt war ich. Uiuiui. In unserem Paradies ist kein Platz für dich. Doch dank dir. Au. Eine verlorene Seele zu uns zurückfinden. Komm drauf! Oh, hat das wehgetan? Ich glaube ja, aber. Ich dachte, das sagst du, kleine Nutte. Au, nicht! Diese Scheiße, das geht wieder auf den Sack.
willst die Macht des Heiligen Leibes für dich selbst. Mich nicht. Das war knapp. Und das ist unser letztes Spree. Jetzt bin ich so dermaßen erledigt. Du kannst nirgendwo hinfliehen. Grünes Kraut. Boah, ist das übel. Wie viel habe ich denn? Das können wir dann noch benutzen. Du mühst dich vergeblich. Nur jenen, die sich den Glauben vermachen, ist sein Segen vergönnt. Gottlose wie du hingegen nähren die Böden. Das ist so eine blöde Sau. Du musst bestraft werden. Du musst auf den rechten Weg geführt werden. Du sollst leiden. Gott. Puh, ich bin schon aufgearbeitet. Ich bin am Ende. Sühne deine Schuld. Ach, der Mist. Vielleicht fällst du bald mal um. Mach ihn alle. Och, genug gepredigt. Das war ein Achievement. Oh Gott. Jo, das sah doch mal gut aus. Zentrale, komm. Ich hab den Stein. Sie hat keinen Kratzer mehr. Bin mal gespannt, was der Zoll dazu sagt. Gute Arbeit, Ada. Jetzt verschwinde von dort. Verstanden. Jemand kommt dich abholen. Oh, oh. Schieß ihn weg. Dass du auch erfolgreich warst, Leon. Autsch. Ach, jetzt, genau, jetzt hängt Ada da. Settler hat sie gefangen und nimmt sie wohl als Geisel. Damit Leon nicht abhaut. Ada! Oh, wir sind ja gut erholt. Unwürdige Kreatur! Du hast den heiligen Leib verschmutzt. Das Privileg 1. Mit uns
zu werden! Betrehung! Vergebung! Wie ging denn das nochmal? Was muss jetzt jeder machen? Ah, genau. Wir brauchen einen. Wir brauchen einen Raketenwerfer. Genau, wonach ich gesucht habe. Da müssen wir hin. Wie sieht's denn mit meinem Leben aus? Nicht besonders gut. Aber es geht noch. Ich muss eher ein bisschen nachladen. Na, dann gehen wir doch mal rüber. Schnell weiter. Au, au. Ich mag Zeitdruck nicht. So, wo geht's jetzt weiter? Hier. Das wird gar nicht so einfach, die dort irgendwo raus zu operieren. Den haben wir, oder? Jetzt haben wir ihn. Ich habe nicht so sehr viel Zeit. Oh. Mann, 3 Minuten nein noch. Sag mal, warum fressen die so viel? Nicht mehr viel Zeit bis. Oh Gott. Ja, wo müssen wir denn hin?
das habe ich nicht gesehen. Ich bin ein Depp. Das hat ordentlich gezogen. Ich blöd. Ich muss hier einfach mal durchmachen. Na, das ist jetzt mal nicht einfach. Gott. Leben die noch? Nee, die haben wir Gott sei Dank. So, wo ist Leon? Komm, wirf schon, Ada, wirf. Sergei Erder, Major Krauser, vielen Dank für Ihre Bestellung. Wie angefordert umfasst die Lieferung Sprengköpfe, die so verstärkt wurden, dass sie selbst härteste Panzerung durchschlagen können. Zur Leichterung und Unterscheidung von Munition ähnlicher Bauart wurden sie rot lackiert. Sie durchschlagen nicht nur Panzer- und Bunkeranlagen, der entsprechende Metallstrahl ist sogar in der Lage, die dicke Außenhülle von Kriegsschiffen zu perforieren. Objektiv betrachtet sind sie weit leistungsfähig, als sie irgendeine Art von Einsatz es rechtfertigen können. Es gibt kein Kampffahrzeug, das diesen Sprengköpfen trotzen kann. Wir sind nicht in der Position, Sie zu fragen, wie diese Ladung zum Einsatz kommen werden, aber wir versichern Ihnen, dass es kein Ziel gibt, das eine solche Zerstörungskraft erfordert. Bitte lassen Sie bei Ihrem Einsatz äußerste Vorsicht walten, Newman Arms Corp. Jetzt will ich nur noch dahin. Ich habe nur noch eine Minute. What? Mann, worum sind die? Jetzt hat der mich auch noch, der Saftsack. Wo geht's denn lang?
Alter, wo kommt der her? Ich kann es noch schaffen. Au. Muss ich das Auge erwischen hier, oder was? Wenn ich noch wüsste, wo ich hin muss. Da. Oh, jetzt bin ich wohl fertig. Da haben wir gar nichts mehr. So, und die muss ich damit wegmachen. Sind die blöd oder was? Jetzt hat's mich leider erwischt. Mal gucken, wo wir wieder anfangen. Zwei Minuten. Nein, das brauchen wir nicht lesen. Das haben wir schon. Muss ich hin? Ach so, es geht schon. Ach, jetzt kommt diese Scheißviecher noch. Und ich komme nicht rüber, bevor ich die nicht weg habe. Dieser Schweins. Raketenwerfer. Die können wir gleich nehmen. Was geht denn hier ab? Ach, der auch noch. Leck mich! Ah, ich kann hier nichts machen. Das gibt's doch nicht. Wie kriege ich die? Hier ist überall keine Muni mehr drin. Was können wir hier machen? Flintenmuni. Da muss ich aber erstmal nachladen. Das bringt nichts. Ich muss raus hier. Ich bin hier nicht raus. Jetzt geht's. Wir kommen jetzt raus. Och, das war knapp.
Also ganz wenig Muni nur noch. Jetzt muss es klappen. Schnell, Sie müssen Leon helfen. Mann, Ashley, alte Memme, hätte sie den Raketenwerfer auch selbst hinschmeißen können. Jetzt da drüber. Ja. Leon, hier! Da hast du deine Gnade. Noch was? Ich glaube nicht. Boah, das war ganz schön hart. Ada, was soll das werden? Nimm's nicht persönlich. Luis und ich hatten einen Deal. Keine Sorge, ich pass gut drauf auf. Zeit zu gehen. Kommst du? Ich befürchte, ab hier gehen wir getrennte Wege. Verstehe. Leon, du bist ein Idiot. Bis nächstes Mal, Leon. Leon! Sie hat den Bernstein. Und sie hat von dem Deal mit Leon, mit Luis gesprochen, nicht mit Wesker. Ich habe den Bernstein. Ausgezeichnet. Eine Frage. Was wirst du damit anstellen? Ich bezahle dich nicht für Fragen. Nur so viel soll verraten. Ein neues Zeitalter bricht an. Hunderte werden ihr Leben für das eines Einzelnen geben. Ich treibe diesen Wandel voran. Dann geht es um Millionen von Opfern. Milliarden. Wie ehrgeizig. Wir ändern den Kurs. Los. Genau, Ida. Dreht mir am besten dem Wesker Whisker in den Hintern. Jo, das war Separate Ways, der DLC von Resident Evil 4, dem Remake. Grandios, kann ich noch sagen. Bombengrafik, Bombensound.
Der Handlung ist wie gewohnt ein bisschen dürftig bei Capcom. Aber tolles Gameplay. Jo, wir sind qualifizierte Agenten. Zentrale hier, Sie weichen vom Kurs ab, kommen. Sie weichen vom Kurs ab, kommen. Sie weichen vom Kurs ab, kommen. Sir, der Pilot antwortet nicht. Sir, die Sprengsätze sind nicht gleichzeitig gezündet. Geschätzte Zerstörung bei unter 50% unserer Vorausberechnungen. Die Insel ist größtenteils unversehrt. Oh, Ada. Was mache ich nur mit dir? Ihr Helikopter ist noch in Schussweite. Sollen wir feuern? Nein. Ihre kleine Trotzaktion ändert gar nichts. Außerdem haben wir, was wir brauchen. Es geht weiter. Also irgendwie scheint er Miss Wong doch zu mögen und zu brauchen. Sonst hätte er sie jetzt vom Himmel holen lassen. Dies wird der Beginn einer Zeitenwende. Ach, hör auf mit Zeitwende, das höre ich von den Berliner Kasperköpfen oft genug. Jo, haben wir es geschafft. Den DLC von Resident Evil 4 Separate Ways. Also für 10 Euro, alle Achtung. Da hast du wirklich eine richtig gute Gegenleistung bekommen. Wie schon gesagt, technisch absolut top. Keine Abstürze, Top-Grafik, alles, was ich schon gesagt habe. Und es hat richtig Spaß gemacht, obwohl es jetzt nicht unbedingt ein Horrorspiel ist, wie ich finde. Und meiner Meinung nach hat mir zum Beispiel die Horror-Atmosphäre im Vorgänger-Let's Play, also Daymare 1994, besser gefallen. Ist aber nur meine bescheidene persönliche Meinung, kann jeder auch eine andere Meinung haben natürlich. Jo, möchte mich jetzt bei Capcom für dieses grandiose Game bedanken. Ich gebe da locker eine 9 oder ich bin eigentlich auch komplett unkritisch. Ich hau hier eine 10 von 10 rein. Jo, und ganz besonderer Dank geht natürlich an euch. Danke, dass es euch gibt, dass ihr meine Videos schaut, dass ihr liked, dass ihr kommentiert. Ohne euch wird mir die ganze Sache nur halb so viel Spaß machen. Jo, das war's dann für Resident Evil hier. Und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Wird nicht lange dauern. Bis dahin, habt noch schöne Tage. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao und bye, bye.